Es tritt an für die Saxonies. Eisenhans. Eisenhans sind die Exoskeletteinheiten von den Saxonies. Im Fernkampf kämpfen sie mit Mörsern und im Nahkampf prügeln sie ihre Gegner mit Rammböcken zu Brei. Die Eisenhans-Einheit hat 1050 Lebenspunkte, eine mittlere Panzerung und ist stark gegen mittlere Panzerung. Sie haben keine weiteren besonderen Fähigkeiten im Veteranen- oder Elite-Rang. Und auf der anderen Seite für Rusvert die Grotzer. Die Grotzer sind die Exoskeletteinheiten der Rusvert. Sie haben nur Klingen, mit denen sie ihre Feinde im Nahkampf bezwingen können. Die Grotzers haben 660 Lebenspunkte, eine leichte Panzerung und sind stark gegen mittlere Panzerung. Sie können mit ihren Jetpacks über Hindernisse springen oder auf den Gegner draufspringen, um gleich von Anfang an Schaden zu verursachen. Haben die Grotzers ihren Veteranenrang erreicht, können sie zwei weitere Einheiten anfordern und können dann richtig ihre Power ausspielen, beziehungsweise als Spieler bekommt man dann einen richtigen Power Spike. Let's get ready to rumble! Und meine machen Medium Armor. Ja, die zwingen dann nicht komplett. Okay, also Eisenhans ist ja komplett überlegen im Melee-Fight. Obwohl du den Sprung hast. Aber die hauen die komplett auseinander. Also wir halten fest, Eisenhans Melee-Fight stark überlegen. Send it! Execute Fire! Go ahead! Eisenhans requesting targets!